Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich wie fast in jedem Video, Freunde, am Anfang in meinem kleinen Gym. Aber ja, was soll man machen, Leute? Man kann leider noch nicht, beziehungsweise ich bin froh, dass ich dieses Gym hier habe. Aber noch geiler, in 3 Wochen sperren die echten Gyms wieder auf. Ihr konntet wahrscheinlich schon am Titel und am Thumbnail erkennen, worum es gehen soll. Aber ja, Leute, sonst, ja, war ein anstrengender Tag bis jetzt. Ich hatte heute Deutschschule, werde 2 Stunden in den Text schreiben, Digga. Lasst uns bitte lieber nicht darüber reden. War wieder mal so semi-gut. Aber ja, ich kann es echt schwer einschätzen. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber jetzt erstmal aufwärmen, Freunde, dann ballere ich mir noch einen kleinen Booster. Und ja, dann geht's rein, beziehungsweise dann geht's los mit dem Training. Ach Gott, Leute, ich sag's euch, nach einem anstrengenden Tag gibt es kein Training ohne Booster. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei mir in der Schule gerade, Leute, Digga, wir haben jede Woche ungelogen, also jetzt gerade haben wir ohne Witz jede Woche 2 Schularbeiten. Also wir haben jetzt diese Woche, habe ich heute Deutsch gehabt, am Donnerstag habe ich Rechnungswesen, das ist so Buchhaltung und so weiter. Dann, Digga, Tests, alles Mögliche, Alter. Aber umso geiler, Freunde, wir haben jetzt Anfang Mai, in 2 Monaten, Freunde, sind einfach mal Sommerferien. Und ich schwör's euch, darauf freue ich mich sowas von hardcore, beziehungsweise sagen wir mal so, ich freue mich hardcore auf den Notenschluss, 25. Juni, ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, wann ihr habt. Aber ja, Notenschluss ist immer so, Digga, alles zu Ende, kann man nur mehr relaxen und chillen. Aber ja, Freunde, so ist es. Egal, Leute, diese was auch immer das ist, flankt einfach meine Wand weg. Digga, Junge, aber lassen wir sie Spaß haben. Ja. Alter, fuck, Leute, ich könnte ausrasten und dieses Scheißteil zerstören, Alter, ohne Witz. Fick dich, Alter. Leute, ich hab mich 3-mal gerade bei diesem Scheißteil da so fett eingezwickt. Ich zeige jetzt meine Hand. Da, erstes Mal. Und da, Digga, zweites Mal. Und da, drittes Mal. Okay, Freunde. So, was steht jetzt an? Ich bin fertig mit dem Training, habe jetzt noch ein paar geile Fotos gemacht, weil, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, Pool ist frisch eingelassen und Licht war jetzt auch top. Golden Hour, deswegen habe ich das direkt für Fotos ausgenutzt. Sind zu dem Zeitpunkt schon online. Das heißt, unbedingt abchecken, kommentieren, liken und teilen natürlich. So, Leute, es wird Zeit für Abendessen. Und Alter, kennt ihr das? Wenn ihr einfach so lange an der Sache hängen bleibt, weil ich habe gerade irgendwas geschaut auf YouTube, Digga, und bin einfach nicht davon losgekommen. Wir haben es aber schon 22.30 Uhr, Alter. Ich bin komplett die Zeit übersehen. Jetzt denke ich mir so, Digga, scheiße, ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss noch Abendessen. Ich muss noch ein fucking Buch lesen. Hat zwar nur 40 Seiten, so ein kleines Taschenbuch, was wir morgen für Deutsch lesen müssen. Das muss ich heute auf jeden Fall noch lesen. Aber ja, jetzt erstmal, Freunde, fleißig kochen. Und dann werde ich mich erstmal zu Tisch setzen. Dann wird eine kleine Story berichtet, beziehungsweise dann wird etwas aus meinem Leben berichtet. Also, bis gleich am Tisch. Und zwar, Leute, geht es um meine Nasenoperation, die ich hatte, weil ich mir ja, Freunde, vor 2018, glaube ich, Leute, nageln mich jetzt nicht an den Jahreszahlen fest. In den anderen Videos habe ich schon genauer erklärt. Aber auf jeden Fall 2018 in Sommerferien, glaube ich, war das. Hatte ich einen schweren Fahrradunfall, wo es mich auf die Fresse gehauen hat, Leute, mit 50 km/h. Und da habe ich mir die Nase gebrochen. Aber damals meinten die Ärzte noch, das passt alles, also ich muss da nicht irgendwie in den Gips, ich muss nicht operiert werden und so weiter. 1,5 Jahre später, beziehungsweise halt längere Zeit später, ist mir halt aufgefallen so, beziehungsweise habe ich bemerkt beim Sport machen und generell bei Tätigkeiten, die halt einfach ein bisschen anstrengender sind, dass ich teils schlecht beziehungsweise schwerer durch die Nase Luft bekommen und dementsprechend habe ich das dann meiner Mutter erzählt, dann sind wir halt zum Arzt und so weiter und der hat gesagt, dass meine Nase halt komplett gebrochen ist und innen irgendwas verschoben ist, dass das sozusagen die Luft einfuhr, wenn du einatmest, weil irgendwie, sage ich jetzt mal, behindert, verhindert, wie auch immer und ich deswegen so halt, sage ich jetzt mal, schlechte Luft bekomme.
Deswegen, Leute, kurze Erklärung, das war jetzt, was war. Deswegen wurde ich dann operiert. Ja, Leute, das Ganze hat dann so ausgesehen nach der Operation. Ich werde da jetzt ein Bild einblenden. Und ja, Leute, das war auf jeden Fall dann ein langer, langer Heilungsprozess. Ich habe eher ein wenig auf YouTube mitgenommen. Könnt euch die alten Videos anschauen. Dann auf Insta habe ich auch immer in den Stories und so weiter Updates gegeben. Aber auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal im Allgemeinen ein großes Update geben. Und zwar, Freunde, der Arzt meinte so, die Heilung von sowas dauert in etwa 6 bis 9 Monate. Wir haben das Ganze jetzt, also Oktober, November, Dezember, Mai, ist das erst 7 Monate her. Eventuell, Freunde, ist noch nicht mal alles verheilt. Das können wirklich Monate, es kann teilweise sogar ein Jahr dauern, weil da innen halt noch, in der Nase, sage ich jetzt mal, Schwellungen sein können und so weiter und innerliche Sachen, die noch verheilen müssen, weil das Ganze, Leute, müsst ihr euch vorstellen, meine Nase wurde irgendwie 3-mal noch einmal gebrochen, damit das halt gerichtet werden kann. Ich glaube, ich habe 1 Monat lang danach noch so blaue Augen gehabt und so weiter, weil halt eben die Nase gebrochen wurde und das dann alles auch darüber geht. Das heißt, ich hatte komplett blaues Gesicht. Ich kann mich noch erinnern, wie es davor war. Wenn ich wirklich stark eingeatmet habe, habe ich einfach einen enormen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Nasenloch gespürt, weil das halt eben so verschoben war, dass ich halt eben durchs linke Nasenloch schlechter Luft bekommen habe. Und ja, jetzt auf jeden Fall viel besser. Ich bekomme wieder gescheit Luft. Und ja, Freunde, das wollte ich euch einmal nur kurz erzählen. Dafür wollte ich das Video so ein bisschen nutzen, weil heute einfach ein entspannter Tag bzw. entspannter, ja, gefühlt Schule, Pumpen, Lernen, durchgeplant. Aber ihr wisst, was ich meine, halt einfach ein entspanntes Video wollte ich raushauen. Deswegen habe ich mir gedacht, es könnte doch mal interessant sein für euch, so ein bisschen im Nachhinein darüber zu erzählen. Und ich werde jetzt erstmal fertig essen, Leute. Und dann sehen wir uns gleich. Ich gönne auf jeden Fall gerade noch einen Eiweißshake, habe gerade schon meine Subs genommen. Ist zwar jetzt etwas viel alles, heute wieder einfach viel zu spät, beziehungsweise ich hätte mir das Essen einfach besser einteilen müssen, aber am Nachmittag so viel zu tun gehabt. Ja, deswegen habe ich mir jetzt gerade noch einen Shake reingeballert. 75 Gramm von Tresor davor und eben die Bowl, die ihr gesehen habt. Und jetzt eben nochmal Greens, Strong, Omega 3. 2 Scoops Kreatin und jetzt eben den Eiweißshake. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, meine ganzen Subs, ihr wisst Bescheid, das alles hier, Leute, ist unten verlinkt. Und natürlich, Leute, habe ich wieder mal für euch geile News. Und zwar könnt ihr eines dieser Teile gratis zu eurer Bestellung dazu bekommen, wenn ihr um 25 Euro bestellt und unter der Voraussetzung, dass ihr über einen Link da unten in der Videobeschreibung bestellt. Oder ihr könnt auch einfach auf Insta gehen, da habe ich meistens eigentlich immer eine Story drinnen, wo ich euch meine Subs zeige oder sonst irgendwas zeige mit einem Link drinnen. Das heißt, entweder über meinen Swipe-Up in der Insta-Story oder hier einfach in der Videobeschreibung. An der Stelle, Leute, das waren meine letzten Worte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Peace out. Ich liebe euch. Danke für alles.